Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Guten Abend, liebe Zuschauer. Heute Abend berichten wir Ihnen von einer sehr radikalen Sekte, die sämtliche Regeln des Miteinanders, der Toleranz und der christlichen Nächstenliebe über den Haufen wirft. Störungen bei Gottesdiensten ist eine besonders beliebte Aktion dieser sonderbaren Zeitgenossen. Ein Augenzeuge berichtet von dieser unfassbaren Tat in einem Gotteshaus, wo die Vorbereitungen auf einen der höchsten Gottesdienste des Jahres liefen. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Liebe Zuschauer, wir werden hier Zeuge einer Szene, über die wir vorher nicht nachgedacht hatten und wir Ihnen nicht zeigen wollten. Aber es gibt Menschen, die hier ihren Protest gegen einen Gottesdienst zum Ausdruck bringen wollen. Auch die Staatsanwaltschaft hat sich inzwischen mit diesem Fall beschäftigt, da es sich hier nicht um eine Einzeltat dieser Sekte handelt, sondern wir es offensichtlich mit fanatischen Wiederholungstätern zu tun haben. Der Staatsanwalt erklärte uns in einem Interview, dass hier mehrere Strafbestände erfüllt sind, wie zum Beispiel der Paragraph 126 des Strafgesetzbuches, der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, sowie der Strafbestand der Nötigung nach dem Paragraph 240 des Strafgesetzbuches. Da es sich hier um ein Gotteshaus handelt, wird auch der Paragraph 167 zu tragen kommen, die Störung der Religionsausübung, auch die Sachbeschädigung nach Paragraph 303 und der Hausfriedensbruch nach Paragraph 123 des Strafgesetzbuches werden bei dem Strafmaß eine Rolle spielen, so dass man bei der vollen Ausschöpfung des Strafmaßes auf gut 10 Jahre Freiheitsstrafe kommen könnte. Des Weiteren erklärte uns der Staatsanwalt, dass er sehr darum bemüht sei, diese Störenfriede so schnell wie möglich hinter Gitter zu bekommen, da sie auch schon seine Gemeinde im Gottesdienst gestört haben. Das sei nicht christlich und ohne Liebe, so der Staatsanwalt. Kurze Unterbrechung, bis gleich. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Uns haben weitere Meldungen zu der Sekte der Nazarener erreicht, die nun auch offensichtlich keinen Halt mehr machen vor dem Hab und Gut anderer Menschen. Ein Augenzeuge berichtet von chaotischen Ausschreitungen, wobei ein Dach eines Einfamilienhauses mitten am Tage durch diese religiösen Fanatiker abgedeckt wurde, um sich Zutritt zu verschaffen. Zu den Live-Bildern blenden wir die Aussage des Augenzeugen ein. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Der
Der Staatsanwalt gab bekannt, dass er auch persönlich sehr erschrocken sei von dieser doch brachialen Hervorgehensweise, die ja nun keine Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens darstellen kann, egal wie viel man nun auch von Liebe rede. Vermutlich können wir hier leider den Straftatbestand des Einbruches nicht zur Geltung bringen, da hier wohl keine Absicht vorlag, etwas Fremdes zu entwenden. Jedoch liegt hier klar der Strafbestand des Hausfriedensbruchs nach dem Paragraph 123 des Strafgesetzbuches vor, sowie auch der Straftatbestand der Sachbeschädigung nach dem Paragraph 303 des Strafgesetzbuches. Des Weiteren liegt uns eine Aussage vor, bei der ein Augenzeuge gesehen und gehört hat, wie dieser Jesus zwei seiner Anhänger dazu überredet hat, fremdes Eigentum zu entwenden, einen Esel. Hierbei handelt es sich eindeutig um die Anstiftung einer Straftat nach § 26 des Strafgesetzbuches. Im Zusammenhang mit den bisherigen Straftaten ergibt sich hier die Grundlage einer sehr hohen Freiheitsstrafe. Jedoch müssen hier noch weitere Ermittlungen durchgeführt werden, so der christliche Staatsanwalt. Kurze Unterbrechung. Bis gleich. Alle Religionen reden theoretisch vom Frieden und in der Praxis haben sie den Frieden mehr gestört als irgendwas anderes in der Gesellschaft, in der Welt. Ein typischer Widerspruch der menschlichen Existenz. Man stellt den Frieden dar und schafft den Unfrieden. Da müssen wir Christen besonders zugeben, dass die Kirchen in ihrer langen Geschichte nicht die Antwort auf das Problem Gewalt sind, sondern selbst das Problem darstellen. Und da sind wir wieder, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, leider wieder mit einer Schreckensmeldung dieser Sekte und ihrem Anführer namens Jesus von Nazareth. Aus noch ungeklärten Gründen hat dieser Sektenführer es geschafft, eine ganze Erdersäue und damit die Existenz der Besitzer, also der Hirten, den Abhang herunter in einen See stürzen zu lassen, wo die Tiere dann elendig und qualvoll ertranken. Dazu haben wir eine Aussage eines Augenzeugen, die jedoch aufgrund ungewöhnlicher Behauptungen in Bezug auf Dämonenaustreibungen nochmals überprüft werden muss. Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von den Menschen aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Der Staatsanwalt äußerte sich uns gegenüber zu diesem Fall folgendermaßen: Diese Sekte und deren Anführer scheinen keine menschlichen Moralprinzipien zu folgen. Nicht allein, dass dieser Jesus die Existenz der Hirten, also ihre Lebensgrundlage, zerstört, sondern auch noch unschuldige Tiere mutwillig getötet, indem er sie den Abgrund herunter in den See getrieben hat, wo sie alle qualvoll ertranken. Ich bin fassungslos. Wir müssen uns langsam etwas überlegen, diesem Unrecht ein Ende zu machen, da sich auch eine gewisse Unruhe im Volk, aber auch in den verschiedenen Glaubensgruppierungen, die sich durch ihre Kompromissfreudigkeit unsere Anerkennung und unseren Schutz verdient haben, ausbreitet. Das kann schnell eskalieren, so der christlich geprägte Staatsanwalt und Laienprediger. Kurze Unterbrechung. Bis gleich. Hier sagt es Paulus deutlich, dass bevor der Herr wiederkommt und uns zu ihm holt, muss der Sohn des Abfalls, das Kind des Verderbens, offenbar werden, der sich über alles erhebt, was Gott und Gottesdienst heißt, und sich selbst als Gott anbeten lassen wird. Weiter beschreibt der Herr durch Paulus, dass sich das Böse bereits regt, dass es aber noch etwas gibt, was seine Offenbarwerdung aufhält. Sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, die Meldungen überschlagen sich.
Diese Sekte erregt mit ihren wenigen Anhängern den gesamten Weltkreis. Dieser Jesus zerstört Existenzen, Familien, Betriebe und diskreditiert selbst seine eigene Mutter und leiblichen Brüder in der Öffentlichkeit. Ganze Städte bringen seine Anhänger in Aufruhr, so dass es schon nötig war, diese durch unsere Staatsgewalt vor dem wütenden Volk zu schützen. Er stiftet seine Anhänger zu Straftaten an. Sie stören Gottesdienste und Versammlungen, platzen einfach hinein und ergreifen einfach das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Nichts ist ihnen heilig. Sie halten sich an keine Ordnung. Auch die Androhung von Strafen, selbst deren Vollzug, scheint sie nicht abzuschrecken. Ganz im Gegenteil. Selbst all unseren religiösen Verbündeten haben nun diese Störenfriede der staatlichen Obrigkeit übergeben. Sie angezeigt und der Justiz übergeben, um sie ihrem gerechten Urteil zuzuführen. Sie unterwerfen sich nicht einmal der Obrigkeit, unserem neuen Führer, der dieser Welt Frieden und Sicherheit garantiert und uns in ein neues Zeitalter, in eine paradiesische Heilszeit führt. Er hat uns errettet und vereint. Alle bieten ihn an, aufgrund seiner Macht und Herrlichkeit, nur diese Störenfriede wollen sich unserem Heiland nicht beugen, sich nicht eingliedern lassen. Sie lästern unseren Gott und seinem Bild und seinen Propheten. Ihr Anführer droht sogar damit, diese Erde komplett mit Feuer in Brand zu setzen und alle Menschen, die sich ihm nicht beugen, zu vernichten. Wir brauchen keine weiteren Zeugen, das ist Gottes Lästerung. Sie haben ihr Schicksal selbst gewählt. Tötet sie alle. Wenn man in die Kirche geht und sagt, ihr habt die Bibel verlassen, wird man rausgeschmissen, wird man angezeigt wegen Hausfriedensbruch, man kriegt Verbot. Wir haben ja mittlerweile Hausverbot in allen Kirchen Deutschlands. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Und da geht es mir im Moment noch sehr gut. Im Römischen Reich sind sie in den Löwen geworfen worden, gepfählt worden, ins Feuer gesteckt worden. Das liegt in der Familie, dass wenn man Wahrheit spricht, dass man nicht geliebt wird. Ich bin ja nicht. Ich bin einfach nur gläubiger Mensch und erzähle das, geht hin in alle Welt, ist der Auftrag. Dass es Verfolgung zur Folge hat, sehen wir ja. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh und dankbar darüber, weil das steht in der Bibel. Ihr müsst verfolgt werden um meines Namens willen. Strafe und Warnung helfen ist fragwürdig, denn das Erste, was die beiden taten, als sie das Gericht verließen, klar, weiter predigen, klar, weiter predigen. Das in Gottes Namen versteht sich. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen verfolgen. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird sie länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Aber wie zu jener Zeit der, der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Tut Buße
Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.